Ja, danke auch für die einführenden Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Sure-Fix. Thema Notfallsonographie ist mittlerweile in aller Munde. Ich habe ein bisschen nachgedacht, wann ich mir das erste Mal mit dem Themengebiet intensiver beschäftigt habe. Und das war circa vor genau 10 Jahren oder ein bisschen länger. Wenn man das jetzt retrospektiv betrachtet, dann hat sich in diesen 10 Jahren extrem viel getan. Damals, als wir begonnen haben, das so in Studienbedingungen im Grazer Notfallsystem 2008 erstmals anzuwenden. Da war doch noch eine gewisse kritische Haltung dieser Methode gegenüber von vielen Kollegen und Kolleginnen. Mittlerweile ist aber die Notfallsonographie wahrscheinlich das Tool der Notfallmedizin geworden, das in den letzten 5 bis 10 Jahren am meisten Beliebtheit verstanden hat. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es ein greifbares Tool ist, das frühzeitig in der Ausbildung, auch im Studentenleben schon gut zu erlernen ist und embedseitig extrem wertvolle Informationen in der Diagnostik bieten kann, die dann auch das Prozedere hinsichtlich der Therapie entscheidend beeinflussen. Mittlerweile sind wir so weit, dass prähospitale Notfallsonographie ein absolutes Thema ist, das einen Stellenwert hat und das auch in vielen Notarztstützpunkten Einsatz findet, nicht nur in Graz, sondern auch in entlegeneren Gebieten. Und das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren eine Entwicklung in der Gerätetechnologie erlebt haben, die es erst überhaupt möglich machte, dass wir jetzt auch wirklich an jeder Stelle quasi prähospital im Herzkatheterlabor, auf der Notfallstation, auf der Normalstation, bei Notfallssituationen Ultraschall einsetzen können. Wir haben mittlerweile diese Handheld-Geräte zur Verfügung, die sind nicht viel größer als ein Smartphone und in ganz kurzer Zeit hochfahrbar, sodass wir dieses Gerät wirklich direkt zum Patienten bringen können und nicht mehr so, wie es früher war, den Patienten ins Ultraschalllabor bringen müssen. Viele Kollegen sagen ja immer wieder, der Ultraschall hat bei Jungmedizinern das Stethoskop abgelöst. Das ist zum Teil nicht ganz falsch. Ich muss zugeben, ich zähle mich in gewisser Art und Weise auch zu jenen Ärzten, die mehr Ultraschall als Auskultation anwenden. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist einfach der Lauf der Zeit. Junge Mediziner wachsen mit Ultraschall auf, eben auch dank der Initiative von den studentischen Kollegen an der MedUni Graz und anderen Universitäten. Und ich glaube, das ist nicht aufzuhalten für die nächsten Jahre. Wenn wir jetzt über Notfallsonographie sprechen, da wissen wir eigentlich, dass es kaum ein akutes Krankheitsbild gibt oder ein Leitsymptom, bei dem die Notfallsonographie uns jetzt nicht differenzialdiagnostisch weiterhilft. Das sind ganz, ganz wenige Fälle, vielleicht die neurologischen Akutsituationen, wo wir jetzt weniger mit Ultraschall anfangen können, aber alle Schocksituationen, Situationen von Atemnot, Thoraxschmerz, abdominelle Schmerzen oder auch beim Trauma, da kann man ganz viele Differentialdiagnosen zielgerecht mit Ultraschall diagnostizieren oder ausschließen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass in Notfallaufnahmen oder intrahospital Ultraschall nicht mehr wegzudenken ist. Also für mich persönlich, Intensivdienst ohne Ultraschalldiagnostik wäre was, was mich eher stressen würde, weil es gibt kaum einen Dienst, wo man das Ultraschallgerät nicht verwenden. Das Ganze jetzt auf die Präklinik umzulegen, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil um ein diagnostisches Tool präklinisch wirklich zu begründen, glaube ich, muss man sich immer vor Augen halten, dass man aus der Diagnostik, die man durchführt, auch wirklich eine therapeutische Konsequenz ableiten kann. Und ich denke, beim akuten Abdomen zum Beispiel, das ist wahrscheinlich jetzt etwas, wo prähospital der Ultraschall wahrscheinlich nicht die Domäne hat. Und auch beim Trauma bin ich eher skeptisch. Deswegen habe ich mir heute in dem Vortrag die Frage gestellt, was macht jetzt wirklich präklinisch Sinn? Und das möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten die es ein bisschen genauer darstellen. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es 3 bis 4 Leitsymptome oder Szenarien gibt, in denen die Notfallsonographie auch prähospital wirklich sinnvoll einzusetzen ist. Das ist einerseits die Reanimation oder die Periarrestsituation bzw. der undifferenzierte Schock. Patient, der instabil ist, man hat keine Ahnung, was die Ursache ist. Da ist der Ultraschall in kurzer Zeit sicherlich ein wegweisendes Tool. Ähnlich stellt sich es für mich bei der akuten lebensbedrohlichen Atemnot
da, da kann ich ganz zielgerichtet und in kurzer Zeit zwischen 3-4 ganz wesentlichen Differentialdiagnosen differenzieren. Beim Thoraxschmerz bin ich schon eher skeptisch, vielleicht der Ausschluss des Pneumothorax als einziges wirklich sinnvolle Indikation in diesem Setting. Und beim Trauma sicherlich auch Ausschluss des Pneumothorax, Ausschluss einer Perikardtamponade und eventuell Diagnostik von freier Flüssigkeit im Abdomen oder Thorax, obwohl ich da schon wieder eher zurückhaltend bin, weil das meistens ja keine therapeutische Konsequenz prähospital hat, sondern maximal vielleicht die Vorverständigung im Krankenhaus beeinflussen würde. Beginnen wir mit der Reanimations-Periarrest-Situation bzw. dem undifferenzierten Schock. Wenn wir uns da anschauen, wie sich das die letzten 10 Jahre entwickelt hat, da sehen wir, dass auch in den ERC-Leitlinien mittlerweile die Begriffe Ultraschall und Echokardiographie sehr weit verbreitet sind und es sehr viele Textstellen gibt, die zitiert werden. Das deutet einfach darauf hin, dass auch in diesem Setting mittlerweile auch in den Leitlinien ganz klar dieser Methode ein doch wesentlicher Stellenwert beigemessen wird. Und das liegt vor allem daran, dass man eben bei der Reanimation hauptsächlich darauf achten oder mitunter auch ein wesentliches Augenmerk darauf legen sollte, reversible Ursachen zu detektieren und zu behandeln. Und da ist ganz klar der Ultraschall ein ganz, ganz wichtiges Tool, um diese reversiblen Ursachen zu detektieren. Ähnlich schaut es beim undifferenzierten Schockgeschehen aus. Das ist eine Arbeit, die geschaut hat, wie sich die diagnostische Unsicherheit vor Einsatz und nach Einsatz des Ultraschalls bei unklarem Schockgeschehen verhalten hat. Und da sieht man, dass man so circa um die 30% Verbesserung der diagnostischen Unsicherheit durch eine zielgerichtete Notfallsonographie bei diesen Patienten erzielen kann. Und das zeigt, dass es sicherlich Sinn macht. Um jetzt noch einmal auf die reversiblen Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes oder eines unklaren Schockgeschehens zu sprechen zu kommen. Da haben wir so im Großen und Ganzen diese 4 H's und 4 T's. Wenn wir uns das anschauen, können wir 4 dieser 4 H's und 4 T's sehr gut mit Ultraschall prähospital auch zielgerichtet diagnostizieren oder ausschließen. Einerseits die Hypovolemie, Perikardtamponade ganz einfach auszuschließen, die Thrombembolie im Sinne der akuten Rechtsherzbelastung bei Pulmonalarterienembolie, das lässt sich mit ein bisschen Erfahrung auch sehr gut mit einem subkostalen Vierkammerblick diagnostizieren oder ausschließen. Und beim Pneumothorax wissen wir mittlerweile eigentlich, dass der Ultraschall deutlich besser als das Röntgen ist und das eigentlich das Mittel der Wahl sein sollte. Natürlich, wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass man Ultraschall in einer zeitkritischen Situation wie der CPR einsetzen soll, in der ja ganz klar darauf geachtet werden soll, die No-Flow-Intervalle nicht zu verlängern, dann haben wir einerseits das Dilemma, dass wir natürlich möglichst viel diagnostische Information generieren wollen, um den Patienten entsprechend behandeln zu können. Andererseits wollen wir mit allen Mitteln vermeiden, die No-Flow-Intervalle unnötig zu verlängern. Und dazu ist es eben wichtig, dass man wirklich einen Workflow hat, wie man eine Ultraschalluntersuchung bzw. Echokardiographie hauptsächlich in die Reanimationsmaßnahmen einbindet. Da ist es so, dass man primär natürlich die ganzen Standardmaßnahmen wie immer durchführen sollte, dann schon das Ultraschallgerät während der laufenden Herzdruckmassage herrichtet und auch schon subxiphoidal aufsetzt, um dann beim nächsten Rhythmuscheck für maximal 10 Sekunden, während ein anderer eben den Pulscheck bzw. Rhythmuscheck macht, das Herz zu beurteilen. Wenn das nicht innerhalb von wenigen Sekunden möglich ist, dann sollte man darauf sofort wieder verzichten und auf keinen Fall die No-Flow-Intervalle, jetzt die Pause, länger als 10 Sekunden gestalten. Hier der subkostale Vierkammerblick als Normalbefund. Da sieht man eben oben nur exemplarisch, das ist die Leber. Hier wäre der rechte Ventrikel, das ist der linke Ventrikel. Im Notfall ist das eigentlich echokardiografisch der Schnitt, der am besten zu bewerkstelligen ist und mit dem man auch bei Arbeiten am Thorax sehr, sehr gut diagnostische Informationen generieren kann. Ganz leicht anzuwenden, der Schallkopf wird subxiphoidal aufgesetzt und schallt durch die Leber Richtung linke Schulter und erhält dann typischerweise unterhalb der Leber das rechte und linke Herz in einem Längsschnitt dargestellt. Jetzt ein paar Beispiele für reversible Ursachen. Das war ein Patient mit einer Perikardtamponade mit schwerstem Schockgeschehen. Das ist, glaube ich, für jeden zu erkennen, dass hier rings ums Herz echofreies Areal im Sinne einer Perikardtamponade zu verzeichnen ist. Ein anderer Patient, dem es nicht so schlecht gegangen ist, auch mit einem relativ großen Perikarderguss und auch so beginnenden Tamponadezeichen. Man sieht, der rechte Vorhof wird imprimiert. Und das war eine Patientin,
mit einem nicht so ausgedehnten Perikarderguss. Sie sehen hier oben so circa 1 bis 2 cm großer Guss, da unten eigentlich nur ganz wenig. Das war aber eine Patientin, die auch im Schock war. Und damit will ich nur zeigen, dass es eben nicht darum geht, wie groß der Perikarderguss per se ist, ob das jetzt wirksam ist, sondern es geht vielmehr darum, wie schnell sich das entwickelt. Das war eine Patientin nach einer, Perforation einer Koronararterie, periinterventionell, und da waren 250 Milliliter ausreichend, um hier ein absolutes Schockgeschehen mit hypoxischem Krampfanfall zu bewirken, das dann nach Punktion sich sofort wieder gebessert hat. Hier Beispiele von akuter Pulmonalarterienembolie mit Rechtsherzbelastung. Da sehen wir einmal hier den deutlich vergrößerten rechten Ventrikel, davon subkostal. Das ist ein Patient, der bereits einen Herz-Kreislauf-Stillstand aufgewiesen hat. Da sehen wir, der rechte Ventrikel extrem dilatiert, der linke Ventrikel wird vom rechten komprimiert. Das ist das klassische Bild einer Pulmonalarterienembolie. Hier noch einmal in der parasternalen kurzen Achse, da sehen wir das sogenannte D-Sign, weil das Septum eben von dem druckbelasteten rechten Ventrikel massiv abgeplattet wird, und das führt eben dazu, dass das Septum dann hier gerade steht und der linke Ventrikel wie ein D zur Darstellung kommt. Bei der Hypovolemie sehen wir ein hyperkontraktiles Herz, also einen hyperkontraktilen linken Ventrikel. Wir sehen hier das Myokard trifft sich fast in der Mitte, das Herz quetscht sich quasi aus, also hat eine EF, die weit über dem Normbereich ist, und zusätzlich kann man dann auch einen Blick auf die Vena cava inferior werfen und sieht, dass diese de facto schlitzförmig fast kollabiert ist, als Hinweis dafür, dass eine Hypovolemie vorliegt. Ganz im Gegensatz dazu, dieser Patient, wenn der im Schock ist, sehen wir hier relativ klar die hochwahrscheinliche Ursache für das Schockgeschehen, eine Endstage-Herzinsuffizienz mit extrem schlechter Linksventrikelfunktion, geschätzt jetzt vielleicht so 15 F. Wenn man das sieht, jetzt wird es ganz hell, dann ist, glaube ich, auch gut zu differenzieren zwischen diesem hyperkontraktilen Ventrikel und diesem hochgradig eingeschränkten linken Ventrikel. Ganz kurz noch zum Pneumothorax. Das ist mittlerweile ein alter Hut. Die meisten von Ihnen werden das kennen. Man beurteilt primär einfach das sogenannte Pleuragleiten, das als Verschiebebewegung zwischen Pleura visceralis und Pleura parietalis stattfindet. Wenn dieses Pleuragleiten vorhanden ist, dann können wir an untersuchter Stelle einen Pneumothorax mit nahezu 100%iger Sicherheit ausschließen. Das wäre das Normalbild. Hier sehen Sie einen Patienten mit Pneumothorax in dieser Pleuralinie, also genau Übergang zwischen Pleura visceralis und parietalis, findet hier im Gegensatz zur linken Seite keine Verschiebebewegung statt, nur das gesamte Bild bewegt sich aufgrund der Atemanstrengungen des Patienten. Und in diesem Bild sehen wir sogar genau den Übergang zwischen Beginn des Pneumothorax, hier ist noch Normalbefund und hier ist Beginn des Pneumothorax. Das wäre genau der Übergang, auch als Lungenpunkt bezeichnet. Das lässt sich auch in der Reanimation während eines Rhythmuschecks, wenn man den Patienten beatmet, sehr, sehr gut innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit ausschließen, und damit hat man eine weitere behandelbare Ursache ausgeschlossen. Natürlich, Sinn macht das Ganze nur dann, wenn ich auch daraus eine therapeutische Konsequenz ziehe. Es bringt jetzt nichts, eine Perikardtamponade zu diagnostizieren, wenn ich sage, ich behandle sie dann nicht. Das heißt, wenn ich eine Perikardtamponade oder einen Perikarderguss im Rahmen einer Reanimation feststelle, dann muss ich davon ausgehen, dass dieser auch ursächlich für den Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Und dann, denke ich, sollte man sich schon überlegen, diese Problematik zu behandeln, sei es durch Perikardpunktion oder auch meinetwegen Thorakotomie, die ja immer wieder jetzt propagiert wird. Bei eindeutigen Hinweisen auf eine akute Rechtsherzbelastung sollte man von einer fulminanten Pulmonalarterienembolie ausgehen und diese durch eine Rescue-Lyse im Rahmen der Reanimation behandeln. Bei Hypovolemie natürlich die Volumengabe, und beim Pneumothorax-Nachweis oder bei einem Befund, der verdächtig auf Pneumothorax ist und eine Reanimationssituation vorliegt, dann sollte man diesen Pneumothorax durch eine Thoraxdrainage beheben.
Ein weiteres Thema ganz kurz noch anzuschneiden, das ist die Prognoseabschätzung bei Reanimationsmaßnahmen. Da wissen wir ja, dass die ganzen Kriterien, die wir für Fortführen oder Abbrechen von Reanimationsmaßnahmen zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung haben, alle sehr, sehr vage sind. Einerseits das ETCO2, der Rhythmus, Asystolie oder Kammerflimmern, dann die Downtime bis zum Einsetzen einer Laien-CPR oder eines primären Rettungsdienstes oder auch das Grundleiden. Das sind alles so Parameter, die man oder Kriterien, die man herziehen kann, aber wirklich gut validiert ist keines von diesen Kriterien. Und wir wissen mittlerweile, dass wir mit Ultraschall zwei Zustände bei Vorliegen einer pulslosen Aktivität, pulslosen elektrischen Aktivität differenzieren können, die eine total unterschiedliche Prognose aufweisen. Und zwar ist es die sogenannte wirkliche elektromechanische Dissoziation versus die Pseudo-EMD. Was ist was? Einerseits die wirkliche elektromechanische Dissoziation, da haben wir einerseits einen EKG-Ausschlag am Oberflächen-EKG, wir haben aber keinen tastbaren Puls und auch im Echokardiogramm keine Kontraktilität des Ventrikels. Bei der Pseudo-EMD ist es so, dass wir keinen tastbaren Puls haben, aber elektrische Signale am EKG sehen. Und auch im Echokardiogramm sehen, dass sich der Ventrikel zumindest minimal noch kontrahiert. Und da haben wir gesehen in einer gepoolten Analyse von vielen Studien, die durchgeführt wurden, dass Patienten, die noch eine Restaktivität des Ventrikels aufweisen, dass die ca. zu 50% bis zur Krankenhauseinlieferung überleben. Das heißt, dass die wieder ein ROSC zustande bringen. Wohingegen die Patienten, die einen völligen Herzstillstand im Ultraschall aufweisen, die versterben fast zu 100%. Das sind so 1-3% der Patienten, die der primär ROSC zustande bringen, und das ist vielleicht ein Kriterium, das uns in diesen manchmal unangenehmen Situationen, gerade bei jungen Patienten, die protrahiert reanimiert werden, vielleicht eine gewisse Entscheidungsgrundlage liefern kann. Da haben wir einmal ein völlig stillstehendes Herz. Hier sehen wir ein Beispiel, wo das Herz sich noch minimal kontrahiert. Das wäre ein Patient, der entsprechend dieser Daten eine deutlich bessere Prognose hat als dieser Patient. Dann noch ein Beispiel, stillstehendes Herz, und hier ein Herz, das sich alle paar Sekunden sogar noch relativ gut kontrahiert, aber funktionell auch ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt. Ein paar Worte noch zur akuten Atemnot. Da möchte ich jetzt auf drei Krankheitsbilder fokussieren. Wir können mit Ultraschall sehr viel diagnostizieren. Wir können ganz gut Pneumonien diagnostizieren. Wir können alles Mögliche machen, auch kleine PAEs peripher nachweisen. Das Ganze macht aber prähospital sicherlich keinen Sinn, weil man daraus keine therapeutische Konsequenz ableiten würde. Was aber Sinn macht, meines Erachtens, ist der Ausschluss eines Lungenödems, Diagnose oder Ausschluss eines Pleuraergusses und Detektion bzw. Ausschluss eines Pneumothorax. Lungenödem-Diagnostik, das ist mittlerweile auch weit verbreitet und ein anerkanntes Vorgehen. Da weiß man, dass Patienten mit Lungenödem multiple disseminierte sogenannte B-Linien über der gesamten Lunge aufweisen, wohingegen Patienten mit primär Vorliegen einer Exazerbation einer COPD diese Artefakte, die von der Lungenoberfläche ausgehen, nicht aufweisen. Und damit kann ich bei Patienten mit beiden grundlegenden Erkrankungen, also Vorerkrankungen einer COPD und zusätzlich auch kardiale Anamnese, relativ gut differenzieren, ob die Atemnot jetzt eher kardial oder eher pulmonal sein wird. Diese B-Linien, die haben so ein laserartiges Erscheinungsbild, schauen so aus, dass sie echoreich sind, von der Pleuralinie ausgehen und dann bis zum Ende des Bildschirms hinunterstrahlen. Und wenn man viele dieser B-Linien über der gesamten Lunge findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient primär ein Lungenödem hat, extrem hoch. Wenn keine von diesen B-Linien oder kaum B-Linien zu sehen sind, dann hat der Patient primär einmal kein Lungenödem. Wahrscheinlich dann eher eine Exazerbation einer COPD oder eine ganz andere Erkrankung. Hier noch ein Beispiel mit einem abdominellen Schallkopf aufgenommen. Da sehen wir auch wieder diese laserartigen, multiplen Scheinwerfer-Artefakte, die da von der Pleuralinie ausgehend bis zum Ende des Bildschirms strahlen. Ja, kurz zum Pleuraerguss. Das ist den meisten wahrscheinlich auch bekannt. Da wissen wir, dass das Röntgen extrem schlecht ist.
ab 200 Milliliter im Stehen, ab 500 im Liegen können wir einen Pleuraerguss sinnvoll detektieren. Die Sonographie schafft das bei 5 bis 20 Milliliter. Da können wir ganz, ganz kleine Ergüsse detektieren. Das heißt, wenn es primär darum geht, hat der Patient einen Pleuraerguss, ja oder nein, dann ist sicherlich die Sonographie des Thorax bzw. der Lunge das primäre Tool, das man einsetzen sollte. Und auch prähospital kann das vielleicht einmal Sinn machen, wenn man sagt, der Patient ist so respiratorisch insuffizient, dass man daraus ableiten würde, dass man den Pleuraerguss prähospital punktiert. Wird vielleicht ganz, ganz selten vorkommen, aber kann mitunter vielleicht ein Thema sein. Wie schaut ein Pleuraerguss aus? Echofrei, gleich wie ein Perikarderguss bis echoarmes Flüssigkeitssichel zwischen Zwerchfell und angrenzenden Lungengewebe, das mitunter oftmals so eine kleine Kompressionsatelektase aufweist. So schaut das aus. Das wäre die Milz hier im Bild mit dem Zwerchfell und oben dieser echofreie bzw. echoarme Erguss. Ein anderes Beispiel, die Leber im Bild mit dem Zwerchfell und hier ein Erguss mit ein paar so kleinen Binnenechos. Das ist für jeden relativ einfach zu erlernen und kann man nach kurzer Zeit auch mit Handheld-Geräten sehr, sehr gut diagnostizieren. Beim Trauma, ein paar Worte noch dazu, wie schaut es da aus? Da ist das ganze Prähospital vielleicht schon etwas kritischer zu betrachten. FAST ist jedem ein Begriff, mittlerweile auch IFAST, die Kombination aus Suche nach freier Flüssigkeit im Thorax und Abdomen mit Ausschluss eines Pneumothorax über zwei definierten Punkten, ist aus keiner Notaufnahme im Sinne der Traumaversorgung mehr wegzudenken und wird in jedem Schockraumprotokoll eigentlich standardmäßig angewandt. Ob das Ganze jetzt präklinisch auch Sinn macht, wage ich etwas zu bezweifeln, weil, wie bereits angesprochen, sich die Frage stellt, detektiere ich jetzt bei einem Traumapatienten freie intraabdominelle Flüssigkeit, was ändert sich an meinem Vorgehen? Der Patient muss sowieso in ein Krankenhaus, wo er chirurgisch versorgt werden kann. Ob das jetzt vielleicht bei der Entscheidung Richtung Zielkrankenhaus was bewirken kann, mag vielleicht in ländlichen Regionen der Fall sein. In Graz glaube ich ehrlich gesagt, dass die FAST-Untersuchung prähospital nicht wirklich sinnvoll ist, sondern eher der zeitnahe Transport zu bevorzugen sein sollte. Hier zwei Beispielsbilder, das wäre der Morrison-Raum. Wir sehen hier die Leber, darunter die Niere und hier ganz klar die freie Flüssigkeit zu erkennen, diese echoarme, echofreie Sichel. So würde das ausschauen bei einem stumpfen Bauchtrauma, wenn der Patient beispielsweise eine Leberlazeration oder sonstige innere Blutung hat. In der Frühphase schaut das Blut auch ganz echofrei aus. Also so könnte das ausschauen, wenn man einen Patienten prähospital mit einem Bauchtrauma sonografiert. Da ist noch einmal ein Beispiel Perikard-Tamponade. Das Perikard wird hier auch angeschaut. Das kann natürlich auch einmal vorkommen beim Trauma, gerade bei penetrierenden Verletzungen des Thorax. Wenn man da eine Tamponade sieht, dann stellt sich natürlich wieder die Frage der Entlastung. Wenn das Ganze blutig ist, ist die Punktion oftmals nicht wirklich zielführend bzw. effektiv und dann bleibt nur noch die chirurgische Therapie. Ja, damit bin ich eigentlich mit dem kurzen Überblick schon am Ende angelangt und möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was aus meiner Sicht sinnvolle Indikationen für die prähospitale Notfallsonographie sind. Das ist einerseits der unklare Schock bzw. die Reanimation. Hier kann ich rasch und zielgerichtet differenzieren, was die Ursache des Schocks ist und dementsprechend auch behandeln. Bei der Reanimation wiederum kann ich reversible Ursachen für den Herz-Kreislauf-Stillstand diagnostizieren oder ausschließen, dementsprechend die Therapie einleiten und auch mit Hilfe dieses Tools relativ gut die Prognose bei Patienten mit pulsloser elektrischer Aktivität abschätzen. Bei Patienten mit Atemnot, ganz klar für mich eine Domäne des Ultraschalls, auch mitunter Prähospital. Ich kann ein Lungenödem von einer Akutexazerbation einer COPD unterscheiden, kann einen Pleuraerguss diagnostizieren und einen Pneumothorax ausschließen. Und beim Trauma geht es für mich persönlich hauptsächlich um den Ausschluss eines Pneumothorax oder einer Perikardtamponade und weniger um die freie Flüssigkeit im Abdomen, weil man die Prähospital eh nicht therapieren kann. Weniger sinnvolle Einsätze meines Erachtens für die prähospitale Sonographie ist das akute Koronarsyndrom. Beim STEMI ganz klar zeitnaher Transport ins Zentrum zur PCI. Sollte man nicht irgendwie durch Ultraschalluntersuchungen den Transport verzögern. Und beim Non-STEMI Wandbewegungsstörungen zu diagnostizieren, das ist auch für erfahrene Echokardiograföre oftmals nicht ganz leicht. Und ich glaube, das ist nichts, was als prähospital wirklich Sinn macht.
bei der Sepsis Fokussuche macht draußen sicher auch keinen Sinn, ebenso wenig meines Erachtens beim akuten Abdomen. Bei der unklaren Bewusstlosigkeit, vor 10 Jahren waren wir noch guter Dinge, dass wir über Diameter messen des Nervus Opticus Hirndruck abschätzen können. Mittlerweile bin ich da eher zurückhaltend und glaube nicht wirklich daran, dass das ein sehr sinnvoller Zugangsweg ist, wiederum deswegen, weil man dadurch nicht wirklich das therapeutische Vorgehen verändern würde. Und ultraschallgezielte Venenpunktionen sind wahrscheinlich in Zeiten des ICIO auch eher zu hinterfragen, weil wir, wenn es wirklich schnell gehen muss, eben den intraosären Zugang zur Verfügung haben. Und wenn es nicht so schnell gehen muss, dann muss man sich oftmals die Frage stellen, ob der Patient wirklich einen Venenzugang zwingend braucht. Natürlich kann es Sinn machen, wenn man zentralvenös punktieren muss, aber da muss man dann auch sehr erfahren sein. Und das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was man in ganz kurzer Zeit dann prähospital auch gut erlernen kann. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt, freue mich auf eine Diskussion und danke für die Aufmerksamkeit.